mit spannenden Reitturnieren, seltenen Hunderassen, einer internationalen Rassekatzenausstellung und den besten Aquascapern Deutschlands wartete die Messe Tierwelt im April auf. Sachsen-Anhalts einzige Heimtiermesse präsentierte zum 9. Mal in den 3 Magdeburger Messehallen die neuesten Trends für Hund, Katze, Pferd, Fisch, Vogel, Kaninchen und Co. Rund 140 Aussteller präsentierten auf der Tierweltmesse die gesamte Bandbreite der verschiedenen Heimtierarten. Der Verkauf von Zubehör und Grundausstattung bei Anschaffung eines Heimtiers sowie umfassende Beratungsmöglichkeit gehörten ebenso zum Ausstellungsangebot. Ein interessantes Rahmenprogramm mit Rassehunde- und Hundesportpräsentation, verschiedenen Vorführungen und Vorträgen rundete das Angebotsspektrum der Messe ab. An den 3 Messetagen waren Reitturniere, eine deutlich erweiterte Rassekatzenausstellung und ein internationaler Aquascaper-Wettbewerb unter dem Motto »Die Kunst der Pflanzenaquarien« zu erleben. Aussteller präsentierten sich, ihre Tiere und Zubehör. Dabei ging es nicht nur um Heimtiere, sondern auch um nützliche Helfer. Die Bundespolizei etwa schickte Diensthunde und stellte ihre Reiterstaffel vor. Erstmals war auch die Disc Dog Challenge Germany zu Gast, die im Rahmen der Tierwelt ihre diesjährige Turnierserie zur deutschen Meisterschaft im Hundefrisbee startete. Zum ersten Mal hieß es auch Otto sucht den schnellsten Hund. Gestartet wurde in 2 Größenklassen. Die Messehalle 2 und das Freigelände gehörten dem Pferdesport. Hier fanden das 2. Magdeburger Jugendspringfestival und die Landesmeisterschaften im Vierkampf des Reitsportnachwuchses aus Sachsen-Anhalt statt. Auch über Tierbestattung konnte man sich informieren oder Beratungstermine vereinbaren. Natürlich konnten wir nicht an allen 3 Messetagen vor Ort sein. So sind unsere Bilder Momentaufnahmen, die ein wenig vom Flair der Messe vermitteln sollen.